Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal um den Cairo Pericro Heist gehen. Und zwar gibt es ja so eine Panther-Statue, die seht ihr hier gerade auch im Hintergrund. Und die soll wohl eine Hauptbeute des Cairo Pericro Heist sein. Aber bislang ist sie noch nicht im Spiel aufgetaucht. Und zwar habe ich eine Vermutung, es gibt ja aktuell die Möglichkeit, dass man bei dem Casino Heist die Diamanten als Hauptbeute kriegt. Und eventuell gibt es nächste Woche eine Eventwoche oder so, dass man irgendwann die Panther-Statue halt beim Cairo Pericro Heist kriegen könnte. Ja, also ich denke, das wird auch so kommen, weil bis jetzt ist sie eigentlich noch nie im Spiel aufgetaucht. Bei YouTube gibt es ein paar Videos, aber da soll die wohl gemoddet sein. Also mit einem Mod und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber haltet. Denkt ihr auch, dass die Edelstein besetzten Panther-Statue in GTA Online über eine Eventwoche reinkommt und dann nur für kurze Zeit verfügbar ist, wie mit den Diamanten im Casino heißt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das würde mich immer interessieren, was ihr denkt, weil bis jetzt ist sie halt immer noch nicht im Spiel und das Update gibt es ja jetzt echt schon lange. Ich glaube, ja, im Dezember ist es rausgekommen, also das ist echt schon lange. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder ob ihr eine andere Vermutung habt, das würde mich interessieren und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen und wenn ihr so welche Videos nicht verpassen wollt rund um GTA Online, dann abonniert unbedingt meinen Kanal und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao Leute!